Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, und zwar schon Folge 4 von unserer Krumbach-Serie hier auf diesem Hof, wie ich schon sagte, in Krumbach. Folge 4, was erwartet uns heute? Wir sehen im Wetterbericht oben, da ist eine Wolke mit Regen angesagt, also wird es wahrscheinlich ein bisschen, ja, trüberisch werden heute, vielleicht heute noch und vielleicht dann erst morgen. Morgen natürlich im Spiel gedacht. Mal schauen, was das Wetter bringt hier. Ja, 14 Uhr wird es wahrscheinlich dann ein bisschen nass werden, also wir haben nicht mehr lange Zeit. Eigentlich habe ich vorgehabt, ein bisschen Gras zu mähen, dieses dann zu töpfen, also sprich Heu zu produzieren, also zu heuen. Aber wenn das wirklich auch dann wieder nass wird und verregnet wird, ja, mal schauen, dann lasse ich das wahrscheinlich. Und zwar war es ja so, dass wir beim Hof, ihr wisst ja, wir haben ja hier eigentlich drei Betriebe, das heißt drei Höfe auf diesem auf dieser Karte, plus noch die Schweinezucht, wenn ich hier gerade das Schwein sehe. Ja, da muss ich dann übrigens auch mal ein bisschen was einfüllen, sehe ich gerade. Wir haben einen Kuhstall mit Misthaufen, das ist ja der Stall im Dorf unten. Dann haben wir die Kuhweide, das ist jene hier auf diesem Hof, wo wir gerade jetzt sind, auf dem Haupthof, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja noch hier diesen Kuhhof, der, also Kuhstall groß, denjenigen, den wir bei Folge 3 eigentlich ja so mehr oder weniger bezogen haben. Und man sieht also, es braucht noch die eine oder anderen Güter. Mein Ziel war es eigentlich, Heu zu produzieren, weil ich da, glaube ich, nur ein, zwei Ballen mitgenommen habe, fangs, aber noch nicht wirklich Heureserve habe dort. Und ja, aber das muss ich wahrscheinlich dann verschieben auf die nächste oder eine der nächsten Folgen. Und wenn es halt dann nicht sein soll, dann muss ich mir wahrscheinlich da ein bisschen Heu ankaufen, weil man sieht jetzt hier, ja, morgen wird es wahrscheinlich schon auch noch trüberig sein und hier wird es dann schon schneien. Also von daher, mal schauen, wo uns das hinführt. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte mal hier auf dem Hof, auf dem Haupthof, mal ein bisschen Ordnung machen. Es ist ja am Anfang manchmal so, dass man einfach die Maschinen halt ankauft. Die eine oder andere befindet sich schon auf dem Hof. Man muss Platz schaffen, man stellt die Maschine einfach so irgendwo hin, damit man möglichst schnell, sagen wir mal, die Tiere versorgen kann und so weiter und so fort. Und ja, man sieht, es ist eigentlich nichts gegliedert, nichts geordnet. Den Silobau habe ich auch einfach so plus minus hingestellt damals. Und das möchte ich jetzt versuchen, mal ein bisschen zu ändern. Und zwar möchte ich mal versuchen, ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Es wird wahrscheinlich noch relativ schwierig sein, diese Paletten da, ich weiß gar nicht, sind die, ja, die sind fix, die sind fest am Boden, die kann ich wahrscheinlich gar nicht bewegen, macht aber auch nichts. Was könnte man, also ich könnte zum Beispiel mal sagen, dass ich zumindest versuche, alle Anhänger mehr oder weniger im gleichen Ort zu haben, ein bisschen zu gruppieren, dann vielleicht so, ja, die Heumaschinen, sprich die Schwader, die Kreisel und so weiter vielleicht ein bisschen zusammenzustellen. Und was haben wir da drüben? Ah, da drüben haben wir natürlich auch noch Fahrzeuge und Gerätschaften. Hier noch ein Traktor mit und hier noch einen Manitou, also das heißt, da ist auch noch das eine oder andere vorhanden. Natürlich hier der Futtermischwagen. Was habe ich da noch? Hier ist der Mähdrescher, der auch nirgends irgendwo Platz hat, richtig in einer Halle. Den könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch, ja, vielleicht da hinten vorstellen, wenn er unter das Dach passen würde. Vielleicht so ein bisschen in eine Ecke, wo, ja, man braucht ihn ja nicht täglich. Somit hat er da ein bisschen seinen Platz. Und hier haben wir die Werkstatt natürlich. Und auch hier nochmal einen Düngerstreu und eben ein Kreisler. Auch wieder Heuproduktionsmaschine.
Dann haben wir noch unser Auto hier und hier natürlich noch ein kleiner Traktor, klar. Und hier dann noch das Schneidewerk vom Mähdrescher. Ja, was man eigentlich auch irgendwo in eine Halle stellen kann. Ihr seht, also es ist überall so ein bisschen, ja, ein bisschen, ach, jetzt Buff, sagen wir bei uns. Jetzt muss ich mir mal überlegen, ich könnte eigentlich den Silo, den ich jetzt da hinten habe, ich müsste mal schauen, was da alles drin ist, und sonst mache ich es gar. Ihr habt ja vielleicht das letzte Video gesehen da von der Karte, wo ich das Silo umgebaut habe, und da habe ich auch das ganze Silo ausgepumpt sozusagen, also sprich zwischengelagert, um es dann wieder einzufüllen, damit nicht zu viele Produkte verschwinden. Ich schaue doch mal hier kurz, was so alles drin ist. Dazu nehme ich jeweils zum Schauen kurz, denn bei einigen Silos zeigt es sogar an, übrigens, was drin ist bei so Hofsilos, aber bei dem glaube ich, oder zumindest habe ich noch nicht gefunden, genau wie es geht. Man kann es dann natürlich berechnen mit dem Gesamtbesitz, was man hat von allen Silos, glaube ich, von der ganzen Karte. Aber so wirklich im Detail sieht man nicht, ob es jetzt dieses Silo ist oder das untere zum Beispiel. Deshalb nehme ich da jeweils einfach nur so ein kleiner Kipper oder eine Kippschaufel, das ist, spielt eigentlich keine Rolle, und gehe mal ins Menü rein, zum Befüllen quasi. Und hier sehe ich zum Beispiel, Weizen ist nichts drin, ja, das ist alles nichts, 0, 0, 0, 0, überall ist 0 hier. Ah, Mischration 8000 Liter, dann habe ich Heu schon etwas da, 12.000 Liter, und ich habe... Ja, relativ wenig in diesem Silo, sehe ich gerade. Ja, das sind eigentlich die zwei Dinge. Jetzt will ich mal gerade schauen. Vielleicht kann ich sogar ohne Zwischenlagen einfach in die Kipper laden. 8000. Ja gut, nein, das... gut, nein. Da komme ich nicht weit damit. Aber es ist schon mal ein Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Nehme ich kurz den anderen noch hier. Und nehme mal den zweiten Anhänger. Aber sonst werde ich es dann wirklich kurz halt zwischenlagen. Das spielt ja keine Rolle. Von daher, wobei, wisst ihr was? Nein, ich brauche es gar nicht zwischenlagen. Wenn ich ein neues baue, es kommt ja dann nicht an die andere Stelle. Bei der anderen Karte im letzten Video habe ich es ja dann einfach, ja, quasi nur fast ein bisschen zurückgesetzt. Aber hier könnte ich es ja da drüben bauen und da brauche ich es gar nicht zwischenlagen. Hey, stimmt, Arbeit gespart. Zum Glück denke ich manchmal noch so ein bisschen mit. Hier. Und ich glaube, hier wäre doch so ein geeigneter Platz, sage ich jetzt mal. Das könnte man ruhig da hinstellen, so ein bisschen, ja, dass nicht zu viel Platz wegnimmt, so ein bisschen ans Zäunlein ran. So. Voilà. Ja. Und schon ist es gebaut. Und dann brauche ich gar nicht wirklich Zwischenlagen, sondern ich kann da einfach auskippen quasi. Und drüben direkt wieder rein, und so sind eigentlich einige Arbeitsschritte gespart. Ich nehme gerade das, dann ist es gerade leer. Jupp. Und eben hier kann ich es direkt wieder einfüllen. Geht doch viel einfacher als Zwischenlagen und dann wieder. Ja. Okay, nächste Sorte. Was
war dann noch, glaube ich, Heu, oder? Dann war es eigentlich, glaube ich, das schon. Heu, 12.000. Ja, müssen wir zweimal machen, aber ist auch nicht schlimm. Und sonst wäre ja hier rechts auch noch so ein Hofsilo, das Originale zur Karte. Aber ihr wisst ja, ich habe gerne dieses Hölzerne. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach Fan davon. Ich habe schon 100.000 Mal wahrscheinlich wiederholt und gesagt in den verschiedenen Videos, wie oft willst du noch sagen. Aber es ist halt einfach so, es ist ein praktisches Silo, nimmt nicht so viel Platz weg, ist relativ gut zu verbauen. Und die Befüllung und die Entnahme ist dann beiden auf einer Seite. Also es gibt auch Silos, wo zum Beispiel auf der Seite dann entladen wird und vorne. Und dann muss man schon wieder zwei Anfahrplätze oder Anfahrwege haben und Platz haben. Hier kann man es wirklich in eine Ecke stellen und fertig. Also es sind schon sehr viele Vorteile in diesem schönen alten hölzernen Silo. Wieso habe ich eigentlich da diese Warnleuchte angeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist das dann alles? Oder was hatten wir noch? Ich glaube, oder? Sieht dann gut aus. So. Und warum mache ich eigentlich das? Damit ich zur Halle da hinten ein bisschen besser Platz habe, reinzufahren. Das ist ein bisschen von dieser Überlegung ausgegangen. So. Jetzt kann ich nämlich dieses entfernen und zwar Baumodus dann abreißen und tschüssi, danke, war schön mit dir. So, da habe ich nämlich hier ein bisschen besser Platz zum Wenden und so weiter. Das ist auch immer eine Sache, der Platz. Ich nehme mal noch hier diesen Ballen raus. Oh, ist der schwer. Ach du meine Güte. Ist der schwer. So. ja, gut. Okay, dann entleere ich mal den hier noch. Hoppla, das war das Mikro. So. Der ist dann auch leer. Ah, ich touchiere immer das Mikrofon. Es tut mir leid, wenn ich da jeweils lenke. Und stelle ich das Mikrofon zu weit, hört man mich wieder nicht so gut. Das ist natürlich auch nicht praktisch. So. Jetzt die Überlegung. Ich will mal etwas probieren, wenn ich den Mähdrescher ganz rechts hinstelle. Ist hier übrigens noch etwas anderes? Ach ja, klar. Das habe ich vorhin gar nicht geschaut. Ja, stimmt, hier ist ja auch noch das eine oder andere. Hier eine Ballenpresse und so weiter. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen das Mikrofon immer korrigieren muss. Aber es ist auch doof, wenn ich jeweils die Aufnahme immer stoppe und dann wieder synchronisieren muss mit dem Video selbst. Das ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen eine
eine mühsame Sache, sagen wir es mal so. Also, mal schauen, hat der irgendwie da Platz? Von der Höhe würde es gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich damit... vielleicht gerade mal nach vorne gehe. Oder vielleicht... ah gut, das Schneiderwerk hat dann trotzdem nicht Platz, weil da noch diese Holzläden sind, aber ich kann ihn ja hier hinstellen. Vielleicht. So. Wäre doch schon mal was, oder? Und dann kann ich mal schauen, ob ich das Schneidwerk... das Schneidwerk daneben stellen könnte. So. Wahrscheinlich wird das zu breit sein. Ja, das ist zu breit. Ich hätte eigentlich gedacht, hier schön daneben, aber das ist wirklich zu breit. Wie ist das hinten raus? Eigentlich könnte ich es wirklich da, und wenn es halt ein bisschen darüber ragt, macht es ja auch nichts. Mal schauen, ob es passt. Vielleicht geht's ja. Das ist halt eben so, wenn man neue Höfe bezieht und so weiter, muss man halt Sachen ein bisschen ausprobieren. Nach ein paar Spielstunden weiß man genau, was geht und was nicht, aber am Anfang muss man so ein bisschen, ja, sag jetzt mal so, ein bisschen austüfteln, nicht wahr? Und ja, mit der Zeit, wie gesagt, hat man es dann ein bisschen gewohnter, hat es ein bisschen gelernt. Ja, eben, seht ihr, genau so. Ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen weiter nach hinten damit noch. Wobei, so ist es auch nicht schlecht. Also der große Teil ist ja wirklich unter dem Dach, sage ich jetzt mal. Und wenn ich es weiter, vorne hinstellen würde, es ist nicht mal das Lattenzeug hier, sondern es ist wirklich hier dann die Wand, die stört. Da müsste ich schon fast wie eine Rampe bauen, damit ich ein bisschen hochfahren kann und über die Kante quasi, über das Holzgeländer bauen könnte oder reinfahren könnte. Ich frage mich, ja, nein, hier ist dann eigentlich eben gedacht zum Verdichten, also das heißt Häckselgut herzustellen, der untere Teil. Aber wisst ihr was, wenn ich... okay, also ich mache mal wieder Superkräfte, also bitte kurz wegschauen. Superkräfte. Oder Superstärke, wie das im Spiel heißt. So. Wow, die kannst du so heben. Ja, 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 das geht einfach so. Gar kein Problem. So. Stell mal die hin. Und jetzt kann ich mal versuchen. Kann ich die entfernen, diese... wenn ich wenigstens diese Paletten entfernen könnte hier.
respektive diese nee, geht nicht. Das ist dann das ganze Silo, aber das geht nicht. Ah, schade, wenn ich die entfernen könnte hier. Auch nicht, wenn ich von unten her das anklicke. Nee, geht auch nicht. Okay, ja. Nochmal Superkräfte, kurz ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht auch. Ach, komm schon. Ich frage mich zwar gerade, ob ich wirklich so viele Anhänger brauche hier oben auch. Dann nehme ich den auch mal gerade kurz raus hier. Komm schon. Gut, ich sage jetzt mal, sowas hier, den so zu schieben, wenn er auf Räder ist, das ist glaube ich gar... Gut, man müsste sie hochheben können, das ist klar vom Gewicht her. Aber wenn er mal rollt, so auf, ja, ich sage jetzt mal, das würde wahrscheinlich noch so einigermaßen gehen. Aber dann würde man ihn wahrscheinlich ein bisschen aufheben und hier darunter so ein Pflanzenroller oder so irgendetwas drunter stellen, wo auch Räder da sind, damit das besser schieben kann. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so unmöglich gewesen. So, also, den nochmal an. Und jetzt stelle ich den halt hier einfach neben den Drescher direkt. Oh, Entschuldigung. An den Rand ein bisschen Platz sparen, wobei da hat nicht mehr viel anderes Platz, das ist mir jetzt auch klar. So, ja, dann ist er trotzdem mehr oder weniger ein bisschen am geschützten Platz. Jetzt will ich mal schauen, vielleicht haben wir, wo ist der Kleine hier, ah ja. Jetzt hat der vielleicht an der Seite Platz. Ja, ja. So, und dann nehmen wir mal den anderen dort, der ohne Seitenklappen. Der ist schon ein bisschen breiter natürlich. Den drücke ich mal ganz hinten an die Wand quasi. So gut es geht. Ja, lassen wir mal so. Ah, das ist natürlich gefährlich.
So, und dann kann ich nämlich den da gerade neben den zweiten stellen vielleicht, wenn er Platz hat und wenn ich es in etwa schaffe, da rückwärts reinzufahren mit diesem gelenkten, blöden Anhänger. Ich hasse diese. Wer hat die erfunden? Wer hat das gemacht? Den bringe ich um. Nee, ist natürlich nicht für nichts gemacht worden. Also für, in denen kann man natürlich vergleichsweise ein bisschen mehr Gewicht reinschütten, weil natürlich die Achslast ein bisschen verteilt wird und auch nicht das ganze Gewicht dann auf dem Traktor hängt, auf der Vorderseite quasi. Also das heißt, das Gewicht ist dann wirklich mehr oder weniger auf den Achsen und nicht auf der Anhänger, auf der Deichsel, was dann auf den Traktor drückt. Und entsprechend müsste man dann vorne mehr Gewicht haben. Somit ist es auch möglich, sage ich jetzt mal, relativ schwere Anhänger mit einem leichteren Traktor zu ziehen. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das einen Einfluss hat, aber ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen. Dass man ja auch mit einem leichteren Traktor ein bisschen mehr Gewicht zieht. Klar, die Bremsen und alles muss dann auch noch mitmachen, das ist logisch. Aber rein physikalisch her, vom Gewicht her, vom Kippen her, damit es vorne nicht die Schnauze aufhebt bei der nächsten Kurve oder beim Befüllen. So. Noch ein bisschen gerade stellen und dann ist es gar nicht mal so schlecht. So, noch ein bisschen links. Voilà. Ach, der fährt gerade hinten hoch. Okay. So. Ja, dann habe ich für beide Zugang, wenn es sein muss. Okay, also haben wir das schon mal ein bisschen verräumt. Jetzt haben wir da Maschinen. Also wir haben hier Seetechnik sozusagen und Pflüge, respektive Bodenbearbeitungstechnik, wenn man es so geschwollen sagen möchte. Die könnte ich eigentlich beide wieder hinstellen, wo sie eigentlich waren. Ich hätte die gar nicht rausnehmen müssen. Diesmal machen wir es aber ganz offiziell. Hä? Ja, weil die sind zu schwer. Die kann man nicht aufheben, einfach so von Hand. Da muss man zwingend einen Traktor haben, sonst geht das gar nicht. Ja, das ist wirklich so. Echt. So. Voilà. Und dann noch die Seemaschine. Hat nichts zu tun mit gucken, sondern mit ansehen. He? Korn. So, schon mal etwas verräumt. Es wird dann wahrscheinlich sowieso noch mehr Maschinen geben. Also ich habe ja noch gar nicht so viel da rein von der Auswahl her oder was man so braucht im Alltag. Was haben wir da? Das ist da eigentlich der Heuschuppen. Also könnte ich eigentlich hier auch die Fahrzeuge einstellen. Problem ist wahrscheinlich dann die Höhe. Den ein bisschen verschieben. Und dann nehmen wir mal noch den Fan raus. Ich hole damit gerade mal den Zusammenmacher.
Aber wahrscheinlich wird der zu hoch sein für dieses. Für in diese Halle rein. Das finde ich bei Landwirtschaftssimulator oft ein bisschen schade, dass es so viele praktische Unterstände oder Schöpflein gibt, aber eigentlich relativ selten passen die hohen Maschinen oder die großen Maschinen rein. Außer man stellt dann eben wirklich so riesige Hallen auf auf der Karte, die gibt es schon auch, das ist klar. Aber so bei alten Scheunen oder so, da ist es schade, dass oft die Höhe ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, vielleicht ist es bewusst so, weil früher hatte man auch nicht unbedingt solche Maschinen. Aber ja, hier passt es jetzt, seht ihr, das ist wunderbar. Jetzt muss ich gerade schauen, soll ich den gerade ein bisschen schräg reinschieben, reinfahren. So, dann kann ich nämlich daneben. So, dann irgendwo, habe ich vorhin gesagt, ist noch ein kleiner Zusammenmacher. Wo war der? Vorne, glaube ich, oder? Wo haben. Ah ja, da, oder ein Kreisler, besser gesagt. Kann ich nämlich den auch noch da reinstellen. Der hat sicher auch noch gerade Platz. Und dann ist nämlich noch das Mähwerk, habe ich ja auch noch gesehen vorhin. Alles schön Platz, dann hat man hier nämlich die Heutechnik quasi zusammen. So, der war glaube ich da irgendwo. Nö, nicht da, sondern da. Den brauchen wir. Mehr nehmen, voilà. Jetzt sieht man relativ schlecht nach hinten, das ist klar. Aber warte mal, ich gehe mal das Tor aufmachen. Wobei wir sind schon relativ weit hinten, sehe ich gerade. Ja, das passt schon. Abkuppeln, so. Und jetzt könnte ich hier. Was ist da oben? Nein, ist nichts. Den mal noch rausnehmen. Und den Fendt kann ich dann da in dieses Tor rein parkieren quasi.
Ah nein, passt nicht. Aber hier, das passt, dann kann ich noch einen zweiten daneben stellen, je nachdem. Jo. So. Ja, ich lasse den jetzt mal so, vorläufig ist ja nichts geplant. Und dann kann ich nämlich zum Beispiel den hier drüben einstellen. Vorübergehend mal, also das werde ich dann auch noch ein bisschen umplatzieren, so Schaufeltechnik, Frontlader und so weiter. Was haben wir jetzt noch? Gut, Ladewagen, der bleibt eigentlich bereit, mehr oder weniger auf Platz. Der braucht man ja relativ viel. Der gehört hier natürlich auch fast wieder hin. Ah, hier, ah, okay, ja, hier sehe ich ja schon, habe ich schon ein Regal mit Schaufel. Gut, da habe ich jetzt nicht überlegt, aber macht nichts. Was haben wir jetzt noch? Gut, das ist das Wasserfass hier. Das kann man eigentlich auch da lassen. Ah, den Ballen kann ich wieder. Oh, das ist nicht gut für den Rücken. Oh, mein Gott, mein Gott. Ich stelle den Garten direkt in den Stall. Oh, mein Gott. Boah, ist das schwer. Ach du meine Güte. Oh. Stroh und Heu passen irgendwie zusammen, oder? So. falls ihr es nicht gemerkt habt, was ich eben gemacht habe, war gespielt. So. Ja, den. Stelle ich mal wieder hier zum Ladewagen hin. Und dann kann ich ja mit dem auch gerade vor dieses Gebäude fahren hier. Ladewagen und Heu und so weiter passt ja auch irgendwo zusammen. Dann hat der jetzt hier seinen Platz quasi. Dann haben wir noch den kleinen da. Den fahre ich mal nach hinten. Kann ich ja mal hier wieder daneben stellen oder davor, das spielt ja keine Rolle. So. Und was haben wir noch? Ah, den Futtermischwagen. Den kann ich hier zum Beispiel unter diese Halle stellen, genau. Herr Mechaniker, ich brauche eine neue Fronthydraulik. Meine ist kaputt gegangen. Die ist einfach abgefallen. Ja, genau, sowas. So. Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt mehr oder weniger alles ein bisschen geordnet, was da ist. Also da eben, wie gesagt, mit dem Ballenpresse werde ich noch schauen. Das hat ja auch etwas zu tun mit Heu. Mal gucken. Also es muss ja auch nicht 100% alles so im gleichen Ort sein. Aber ja, ich habe es gerne ein bisschen ja, geordnet. Es kommt je nach Hof drauf an. Ihr habt ja auch schon gesehen, zum Beispiel bei der Kurt Country Map, da wo ich da bin, da liegt alles ein bisschen quer herum oder so hinten bei der alten Stallscheune einfach so in die Ecke gestellt, unter den Hagen oder so, was auch immer. Es kommt wirklich auf die Karte, auf die Spielart drauf an, aber im Grunde genommen habe ich es gerne, ja, es muss nicht genau ordentlich sein, aber trotzdem eine Art wie einen, wie sagt man dem, so ein System dahinter. Es muss nicht ordentlich sein, hundertprozentig, aber ein System, sagen wir es mal so.
So, jetzt laufen wir mal kurz zum Hof hinüber. Oder respektive zum anderen Hof, zum großen Kuhstall. Nur mal kurz zum Schauen, wie dort der Stand ist. Und dass ich mir ein bisschen ein Bild machen kann fürs nächste Video. Was ist das irgendwie hier? Das ist einfach wahrscheinlich eine Pump. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Pumpanlage, die da abpumpt, wenn zu viel Wasser ist oder zu wenig. Ja, auch noch nie gesehen. Ist da eine Funktion eigentlich? Nicht, glaube ich. Nein, das ist nur Dekoration. Gehört auch nicht mir, gehört Max Wächter. Also, ne pas toucher, c'est pas le tien. So, wo ist unser anderer Hof? Da ist das Dorf. Der müsste irgendwo da oben sein wahrscheinlich. Ich weiß, man könnte auch auf die Karte klicken und dann dorthin switchen sozusagen, aber ich hatte jetzt einfach gerade mal Freude, hier die Felder zu vertrappen. Das gehört auch nicht mir da. Rudi Gäwiller gehört das. Ach, das wird dann wieder Reklamationen geben, wenn er das sieht. Ach du meine Güte. Schaut niemand aus dem Fenster raus, nö. Was laufen Sie da über dieses Feld hinüber? Das ist nicht deins. Sonnenblumen von Sandro Abeklen. Und hier ist der Hof von Brücker Pascal. Haha. Also hier auch, da musst du dann auch mal schauen. Eben auch hier kommt da vielleicht noch das eine oder andere Fahrzeug, Maschine, je nachdem. Aber grundsätzlich, habe ich ja gesagt, wird alles vom Haupthof aus mehr oder weniger gemacht. Einfach so, was Befütterung und so weiter angeht. Oder mindestens ein Kipper oder ein Ladewagen, so wie es gerade da ist. Aber ja. Aber auch hier, seht ihr, ist noch alles einfach so frei. Da muss ich dann auch nochmal schauen, vielleicht eine Halle zu bauen oder eine davon zu nutzen da oben. Je nachdem, wie es dann wie es dann letztendlich weitergeht und wie man da arbeitet, wie man es dann benötigt und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. So. Also hier werden wir dann, sobald es möglich ist, mal ein bisschen Heu produzieren. Habe ich ja schon ein Feld gekauft, ein bisschen weiter oben von hier. Also wenn ihr jetzt unten links schaut, ich glaube die Nummer 31, wenn ihr ja oben rechts in die Ecke schaut, dort die Nummer 31, das wird dann unser Heufeld geben von diesem Hof da. Mal gucken hier, ob die Kühe noch da sind. Ja, die sind da, die eine schlafen, die anderen fressen, das ist immer ein gutes Zeichen. Und dann, wenn wir schon unterwegs sind und ein bisschen Spaziergang machen, dann wollen wir uns noch gerade mal kurz noch den anderen Hof, der im Dorf unten, kurz besichtigen. Auch da mal kurz einen Standpunkt oder einen Stand, wie sagt man dem? Doch, einen Standpunkt erstellen quasi, wo wir stehen. Das heißt, damit ich das nächste Mal wieder ein bisschen Bescheid weiß, je nachdem, was ich zu tun habe oder was nicht. So. Was ist da eigentlich? Neil, ein Stick. Das ist wahrscheinlich eine Nähatelier, wo man Wolle verkaufen könnte. Das nehme ich jetzt mal an. Ah, die Schneiderei, okay, ja, so etwas, genau. Wie da ein bisschen nach unten, ja, da unten seht ihr gerade hier, da ist ja auch unser Feld, da haben wir noch einen Traktor mit dem Mähwerk und dem Schwader, wo wir grasen gehen momentan. Habe ich ja letzte zwei Videos oder drei Videos auch gezeigt. Hey, wo läuft ihr hin? Hallo, darf ich mitlaufen? Oh, guten Tag, schöne Frau.
Hey, du blöde Zicke, du. Dann geh halt. Ich bin schneller wie du. Haha. Ich kann schneller wie du. So, ja, hier sind wir jetzt auch beim Dorfhof, wo wir Hühnlein haben natürlich auch. Die sehen glücklich aus. Haben die noch genügend zu fressen oder was? Quack, 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 quack. Ja, haben sie noch. Mhm. Hier die Kuh, der Kuhstall. Auch die haben noch genügend da. Noch nicht viel Milch, 56 Liter bereits. Oder erstmal, aber na gut, das wird dann schon kommen. Hier auch die Fahrzeuge, anfangs so ein bisschen reingestellt, aber auch da wird dann vielleicht noch ein gewisses System kommen, früher oder später. Ja. Mal gucken. So. Ja, Leute, wir haben wieder etwa 50 Minuten, bis ich dann wahrscheinlich abmoderiert habe und so weiter sind es dann 50 Minuten. Ich laufe jetzt wieder zum oberen Hof zurück, da geradeaus über diese Felder und so weiter. Dann sind wir wieder dort, wo wir mal angefangen haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Halt nicht unbedingt produktiv, aber mal ein bisschen Ordnung auf dem Hof geschafft, so dass wir ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, mehrmals jetzt eine Art System reinbringen konnten oder können dann früher oder später. Wisst ihr was, ich könnte ja eigentlich auch im Flugmodus, da sehen wir das Ganze ein bisschen besser von oben noch. Da sind übrigens noch die Schweine, da können wir aber nächstes Mal dann füttern und kontrollieren. Da waren wir eben, unser großer Hof da hinten natürlich. Ja, wie gesagt, mal etwas anderes und nächstes Mal wieder ein bisschen Tierproduktion, respektive wahrscheinlich Fütterungsbeschaffung, Fütterungsproduktion und so weiter. Aber in diesem Video, da muss ich jetzt mal ein bisschen Ordnung machen. Es regnet noch nicht, aber wie gesagt, spätestens um 3, 4 Uhr, so wie es in den Prognosen steht, wird es dann hier nass werden. Und da sind wir froh, wenn wir das Gras noch nicht gemäht haben für, wie soll ich sagen, für die Heuproduktion. Hier sehe ich übrigens gerade, ist noch ein Anhänger, den habe ich komplett vergessen oder gar nicht mehr gewusst, dass da noch einer steht. Mach nichts, werde ich überleben. Hier ist die Produktion schon für Wolle am Gange von den Schweinen, von den Wollschweinen von mir aus gesehen halt. Ja, also mit diesem schönen Bild in diese schöne Landschaft, in diese schöne Umgebung, dieser schöne Horizont, möchte ich mich verabschieden und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage nur bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Neues von Pascal, hier aus Krumbach, Folge 4. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön und Tschüss!